Komisch, so hat das jetzt nicht funktioniert mit diesem AI-Zeug. Komisch, dass sich das teilweise von alleine angemacht hat und halt auch antwortet. Und wenn ich jetzt halt direkt eine Anfrage mache, muss ich es erst entsperren. Ich bin gerade, war halt gerade wieder wegen, wie man es halt in Zukunft verhindern kann, dass das passiert, sag ich mal, ne? Es geht mal denn, ich finde es schön, dass man sich nach anstrengenden Besprechungen hier etwas entspannen kann. Das werdet ihr nicht überall finden. Okay. Es geht mal denn, habt ihr ein dringendes Anliegen? Hi Rico. Tschüss Rico. Auf jeden Fall eine große Ratshalle. Tafeln sind nicht beschriftet. So sehen sie auch aus. Sehr schön. Mehr Text ging nicht. Da passt wortwörtlich nicht mehr rein. Willkommen in Bolivnow. Mein Name ist Heras. Ich bin der Vorsitzende im Rat der Gerechten. Ich nehme an, ihr kommt vorbei, um euch als Besucher anzumelden. Gut, ich nehme das hiermit zur Kenntnis. Ich freue mich, dass ihr Bolivnow besucht und wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Bolivnow ist eine gerechte und eine recht große Stadt. Und wenn ihr auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten seid, dann werdet ihr eine Menge finden. Es gibt eine Waffen- und einen Rüstungshändler, einen Lebensmittelladen und einen Gemischtwarenladen. Wir haben eine Heilerin, sie heißt übrigens Ramina. Und es gibt eine nette Taverne mit dem Namen zum offenen Zapfhahn. Dort findet ihr auch eine Herberge, wenn ihr übernachten möchtet. Und natürlich solltet ihr mal den großen Hafen im Süden der Stadt besichtigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder ein Problem habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Natürlich bin ich manchmal sehr beschäftigt. Aber für einen kleinen Plausch sollte eigentlich immer Zeit finden. Es gibt auch einige sehr interessante Dinge in der Umgebung. Da gibt es zunächst das große Gebirge, welches den Kontinent und eine Nord- und Südseite erteilt. Auf dem Gebirge gibt es ein kleines Dorf mit dem Namen Konos. Auf der Nordseite gibt es außerdem ein kleines Iskai-Dorf namens Srimalina. Dort in der Nähe befindet sich eine heilige Stätte. Allerdings sind alle in letzter Zeit Gerüchte im Umlauf, nach denen an diesem Ort immer mehr schreckliche Kreaturen gesichtet worden sind. Nun, dann wünsche ich euch nochmal alles Gute auf eure Reise und kommt nochmal wieder vorbei. Ich glaube, die haben den kompletten Infodump von den anderen NPCs bei dem in einen einzigen Fenster reingepackt. Nun, das hat nicht lange gedauert. Ich kann euch empfehlen, zunächst mal das nähere Umfeld zu erkunden. Bestimmt lernt ihr dabei interessante Leute kennen. Naja, ich bin noch nicht sicher, da was dran ist, aber ich habe gehört, dass dort immer mehr schreckliche Wesen aus der Städte kommen sollen. Geht dort aber besser nicht hin. Es gibt ein Tabu, dass es Menschen untersagt, den Ort zu betreten. Außerdem ist das Heiligtum im Besitz der Iskai. Wir haben mindestens zwei Iskai dabei. Der hat auf jeden Fall echt eine Menge zu erzählen. Hi Perron, willkommen im Rathaus von Bolivnow. Wie gefällt euch unser Gebäude? Wir sind ziemlich stolz drauf. Es ist das prächtigste Gebäude in der Stadt. Jedenfalls freue ich mich, euch kennenzulernen. Ich bin übrigens Perron. Seit 5 Jahren bin ich Mitglied im Rat der Gerechten. Es ist wirklich keine einfache Aufgabe, ein gutes Ratsmitglied zu sein. Okay. Wahrscheinlich müssen wir noch mal hier hin, wenn wir in der näheren Umgebung gewesen sind. So, wir sind wieder draußen. Wir haben noch ein bisschen vom Hafen da unten, aber ich glaube, dass da ist nichts mehr. So mit, oh, da oben ist eine offene Tür. So, ich habe die denn nicht gesehen.
Oder war die einfach nur zu der Zeit geschlossen? Ist hier gewesen? Muss auf jeden Fall den Keller wiederfinden. Wundert euch nicht über diesen Schädel, die bei uns überall an der Wand hängen. Sie sind zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, aber sind für uns doch wertvolle Erbstücke von unseren Vorfahren. Man hängt eben an Tradition. Boah, sag ich auch nichts gegen. Das ist andere Zeiten halt, ne? Möchtet ihr ein Lied hören? Ich habe es gestern gelernt, aber den Text vergesse ich immer wieder. Aber wenn ich groß bin, werde ich die Musik machen. Schön. Skemadin, was schaut ihr denn so? Ach, also Skemadin ist bei uns eine gängige Begrüßungsformel. Sie heißt in eurer Sprache ungefähr was für ein schöner Tag. Wäre schön, wenn ihr den Gruß auch verwendet. Wie ihr seht, leben wir in einem bescheidenen Verhältnissen. Aber was bedeutet schon Gold und Reichtum? Wichtiger ist doch, zufriedenes Leben zu führen. True. Arbeite ich noch dran. Mami und Papi sind zu Hause. Ich habe kein Geld und darf nichts unterzeichnen. Ihr müsst sie jetzt schon selbst ansprechen. Ich glaube, die hat was von uns was anderes von uns gedacht. Oh. War gerade minimal überrascht, eine Kiste zu sehen, die ich öffnen kann. Alle werden müde. Da bin ich wieder mit Kaffee. Und ich habe gerade auch mal, während die Maschine gelaufen ist, kurz getestet, wie das funktioniert. Tatsächlich, der eine Google wie soll ich das sagen? Also vorhin wurde ich ja fast von meinem Handy gedoxt, ne? Und das ist so passiert. Er hat auf Englisch, irgendwas auf Englisch verstanden. Der dachte so, wo bin ich, ne? Und auf Englisch antwortet er direkt, wo man ist. Während, wenn man auf Deutsch fragt, sagt er hat keinen Zugriff darauf, auf die Daten. Are you fucking kidding me? Ich meine, wahrscheinlich wegen verschiedenen Rechten, aber wieso sind die Rechte denn einfach so deaktivierbar, indem man einfach eine andere Sprache spricht? Why? So. Da haben wir so einen Garten oder irgendwas hier hinten dran. So. Oh, hier ist scheinbar nichts. Hätte sein können. Gut, dementsprechend gucken wir mal, wo war denn dieser Keller, den wir hatten? War er hier? Ich glaube, er war hier. Hier ist auch auf jeden Fall die Olle noch am rumlaufen. Ich frage mich, ob sie wieder Inventarzeug hat, wenn wir... wenn wir da sie nochmal mitgehen lassen würden. So, da ist wieder diese große Käfergruppe. Okay, er ist ein bisschen alleine. Ich bewege mich mal lieber. So, du. Du. Was kannst du denn? Feuerball, Blitzschlag, Feuerregen und Blitzstrahl. Feuerregen? Waren so ein, zwei Angriffe auf jeden Fall. Ich glaube, es hat mehrere
Ja, es hat die ganze Reihe getroffen. Ich mag Feuerregen. Ich liebe Feuerregen. Dann gehen wir mal nach vorne. Wobei der flieht wahrscheinlich in meine Richtung, dementsprechend. Oder. Ja, machen wir den hier. Scheint sich nicht bewegt zu haben, der Linke. So, dann machst du den Grünen da. Ich glaube, ich habe jetzt Blitz gemacht, ne? Nee, das war wieder eine Feuer. Wobei, wenn wir schon ein bisschen Damage und Dingens machen, können wir die gelben nochmal. Kannst du tatsächlich, wenn er kein Mana hat, kann er nicht. Doch, kann er. Also scheinbar kann er doch auf sein Leben gehen, aber er hat nicht so viel Leben, dass er andere Zauber benutzen kann. Macht nichts, ich mag ihn. So, sehr schön. Und jetzt kann Drier das Ganze carryen. Ich finde gut, wie man sieht, wie die auch wirklich vorrücken. Ha, ich habe ihn noch erwischt. Sira ist Stufe 13, Melta Stufe 11. Alle werden müde, verständlich irgendwo, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Gasthaus. Das ist ja nicht so viel Geld, aber es wird ja hoffentlich reichen. Ich muss mich immer noch ein bisschen orientieren hier. Weil ich denke mal, das ist erholsamer, als wenn wir rasten gehen. Hat er auch schön auf jeden Fall gut reingehauen, der Kerl. Lass uns weiter den Keller untersuchen. Und vielleicht sollte ich auch mal speichern, ne?
Das ist der böse Keller. Jetzt können wir, bis jetzt hat sich das auch noch nicht gelohnt. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo Loot. Oh, es hat nur XP, ne? So, Tom ist schon wieder alleine da drüben. Ich sollte mal die Sachen umstellen. So, du kannst diese Reihe beblitzen. Wir machen erstmal auf den da, bevor er zu uns kommt. Sehr schöner Blitz. Wieso sind die alle in der Reihe? Okay. Dann müssen wir hier ein bisschen die Leute schützen. Okay, das war ja nicht so geil, aber wir haben auch weniger Viecher hier, das sollte also kein Problem darstellen. Der hat bis jetzt keine Lust, der hat bis jetzt nicht so viel gemacht hier. Sehr gut. Tom hat Stufe 15. Und wir bekommen 34 Gold dafür, dass wir hier uns durchsterben haben lassen. Wie auch immer. Für die große Gruppe, die hier so in der Mitte war, ist das schon, ja, jetzt nicht so viel Geld. Na gut, gehen wir nochmal pennen, das kostet ja nur 4 Gold. 5. Es wird also mehr? Okay. Und wir müssen unseren... Wie heißt du überhaupt nochmal? Kunak. Wir müssen Kunak heilen. Und somit ist quasi das schon fast das ganze Geld aus dem Keller wieder futsch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Ausgang und schauen uns ein bisschen in der Stadt um.
Aber in der Umgebung der Stadt meine ich viel mehr. Okay, interessante Tür. Bisschen Bump-Mapping-mäßig sieht die aus. Gut. Und da ist direkt ein Vieh. Stimmt, ich habe immer noch nicht das Ding umgestellt und das ist ein Condier 2. Echt, bevor auch nur einer irgendwas tut, ist Rainer immer tot. Ich glaube, wenn ich einen Trainer finde, ist mache ich Rainer auf Fernkampf um. Ich glaube, das nützt nichts, dass der Nahkampf hat. Da, da geht ein Dings weiter, ein Weg, aber wir schauen uns hier allgemein gerade um. Und haben direkt wieder eine große Gruppe. Manchmal frage ich mich so, wie oft willst du noch angreifen, Gegner? Bis jetzt kein leichter Kontinent. Hat sich gerade selbst geopfert oder sah es nur so aus? Okay, der flieht gerade. Jetzt ja die Frage, was hast du? Du bist krank. Also müssen wir so oder so zur Stadt zurück. Es sei denn, ich tue einfach Krankheit in den Trank heilen, aber dafür, dass wir jetzt genau neben der Stadt sind, müssen wir den Trank jetzt nicht verschwenden.
Ich werde hier schon zum Stammbesucher irgendwie. Wo ist sie? Da hinten. Aber bevor ich das mache, ne? Geh lieber ins Gasthaus. Wo ich auch Stammbesucher werde. Jetzt kostet nur noch 4-4-4 wieder. Okay. Hatte ich einen anderen NPC angewählt, dass sie da andere Preise verlangt hatte oder. Bei solchen Spielen kann das ja öfter mal vorkommen, sowas. So, wir speichern nochmal. Beim Bump Mapping Tor. Dann gehen wir mal die rechte Seite um die Stadt. Und da ist die. Das ist doch nicht wegen den Abkürzungen, das ist doch. Das ist sowas wie Mauern da. Ich würde gerade sagen, das ist die Abkürzung, die die Leute genommen haben, was der NPC erzählt, aber nein. Kann ja gar nicht sein. Kann ich eine Abkürzung überhaupt nehmen? Nee, kann ich nicht. Wie die anderen Felder auf den anderen Maps bis jetzt auch. Gibt es hier tatsächlich keine. Aber vielmehr, ich kann hier nicht durch. Sagen wir mal so. So, sie hat. Sie kann hier ein bisschen Seedbed klauen. Speichern wir das auch kurz. Angriff! Jawohl, 2 Grundier 2, 2 Skrin 2 und 3 und 3 Walniak 1. Bevor er tot ist, kann er ja mal kurz angreifen. Hat er gerade mit einem Schlag den fast komplett down gemacht. Okay, ich habe das Gefühl, ich sollte hier Feuerregen hinpacken. Damit haben wir den ersten Down. Ah, tolle Partikeleffekte so an für sich, ne? So, kümmern wir erstmal uns um den hier. Dann hauen wir noch ein paar Feuerbälle raus. Der am meisten Aura macht, geht down und du kannst ein bisschen regnen lassen.
Sehr schön. Schön Loot. Okay, nächste Gruppe. Let's go. Okay, ich hätte vielleicht speichern soll dazwischen. Weiß auch nicht, warum ich darauf kommen könnte. Okay, tun wir erstmal den da in der Mitte targeten. Da haben wir den ersten auf jeden Fall down. So, wir machen trotzdem die obere Reihe. Jetzt sehe ich das entspannt. Kümmern wir uns mal um den da, weil der wahrscheinlich am gefährlichsten sein wird. Okay, Rainer macht das schon. Okay, hat sich geopfert, um die Feuerreihe zu machen. Targeten wir erstmal den einen. Und ihr drei könnt euch um den da kümmern. Der eine ist abgehauen. Oh, die hauen beide ab. Sehr schön. Haut ab, haut ab. Triad Stufe 14. Sehr schön. Muss ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen umschauen. Gegner sind auf jeden Fall ja massiv mehr Gegner pro Gruppe. Extra durch die Wildnis gerannt. Nach Srim, Malina und Konos über den Gebirgspass jetzt durch Richtung Westen, okay? So, machen wir später den Gegner. Ist mir gerade ein bisschen unangenehm mit mindestens einem Downgrad. Ist das die Stadt? Ja, das ist die Stadt. Puh, unangenehm. Thank you.
Das ist wieder 5. Wahrscheinlich, weil nicht nur jemand K.O. ist, sondern die anderen auch wenig Leben dazu hatten. Dann können wir erstmal die ersten Klamotten wieder verkaufen, wa? Ja, beim Gemischtwaren, glaube ich, war ein Verkaufsstand, ne? Wenn wir also nicht wieder einfach nur irgendwelche Banditen scheinbar irgendwo random treffen, würde ich sagen, wird das hier wohl für die üblichen Loot-Gegenstände reichen. Dann verkaufen wir mal ein paar von den Seilen. Das ist das Schwert von der von dem anderen NPC. Oh, vielmehr von einem anderen Spielercharakter. War ja ein Spielercharakter. Und die nächsten müssen wir irgendwann wieder neue Tränke kaufen. Hast du Schuhe? Du hast Schuhe, die falschen. Dann. Nur zu sich. Nein, nein, nein. Nur zur Sicherheit. Er kann es tragen. Wo war der Rüstungsschmied? Da unten. Ja, das hat gerade so nicht gereicht. Schweres Kettenhemd, okay. Kannst du... Du kannst scheinbar das tragen. Übrigens, den Hemd, den Fehler habe ich wahrscheinlich das letzte Mal gemacht, wo ich falsch Klamotten gekauft habe. Hier steht Kriegerin, das ist hier die, die wir vorhin aus der Party rausgeschmissen haben. Aber es ist ein R, es ist ein Krieger. Deswegen, nee. Er kann das nicht tragen. Genau, ich glaube, wir verteilen erstmal die Sachen um. Irgendjemand hatte die Schuhe, du hattest die Schuhe. So.
Wir bauen mal um. Man hat mehr Fernkampf an für sich. Aber Rainer geht mir zu schnell down. Wir können ja notfalls auch auch nochmal gucken wir den Punkt irgendwie, aber das ist mir mit ihm ein bisschen zu riskant. Wir haben zu viele Fernkämpfer. So, schön mittig. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, dass wir uns die Sachen gut leisten können hier. Kann er denn... So, Pilot ist wie Abenteurer in anderen Systemen. Einfach, der kann einfach alles. Wenn er das Geld dafür hätte. Das gibt Schutz 6 statt 4, 2 mehr. Das 8 statt 6. Alles immer so ein bisschen niedrige Erhöhung, ne? Es gibt dann, wenn wir das Geld hätten, 11 statt 9. Das ist halt utopisch mit diesen Preisen gerade. Und er hat tatsächlich die guten Pfeile. Eine Bolzenschleuder. Scham 14. Ah, das gibt Damage Bonus von 3. An und für sich sieht Bolzen besser aus, ne? Ja, das ist auch teurer. Hätten wir mal den anderen Bolzen behalten im vorherigen Gebiet. Sieht für mich aber nicht so aus, ob wir uns das gerade alles leisten könnten. Ich glaube, da lohnt sich eher so ein paar blaue Tränke oder sowas zu kaufen. Ist.
Gut, man sollte auch vielleicht zur Tür, ne? So, du hattest ja keine... Nee, du hast nur Rationen. Hast du die Tränke? Ein Schutz. Ein Schutz haben oder nicht haben, ne? Schleuder ist aber auch nicht günstiger. Ist natürlich die Frage, welcher Trank ist am besten? Wahrscheinlich der blaue wieder. Steht halt nicht, wie viel sie machen. Das müssen wir probieren. Gut, lassen wir das erstmal, glaube ich. Den anderen Trick haben wir ja geholt. Gehen wir nochmal zum Tor. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schauen. Ich glaube, es ist ein Ziel, jetzt eher so Bolzenschneider zu holen, wenn wir keinen besseren oder Bolzenschussgerät, wie auch immer, das Ding, das schießt, zu nehmen, weil das ist auf jeden Fall besser als mein Bogen, was so Fernkampf angeht. So, da sind die wieder. Diesmal mit Tom an der vordersten Reihe. Bin mal gespannt. Was kann nur schief gehen, ne? Okay, sieht positiv aus. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wurde der gerade angegriffen? Ja, wurde er. Aus der Entfernung sollte ja sogar Rainer treffen, oder? Oder? Machen wir erst die... Viecher weg. Die Skrin. So, du wirst gefrostet, weil du bist mir... Kommst du zu nah dran? Du
Okay, die machen das schon. Oder auch nicht. Speichern wir haben wieder einen Gegner besiegt. Und gehen wir mal so langsam nach Norden, um vielleicht eine Quest zu kriegen. Wenn wir dann dahin kommen. Wir werden so minimal mehr Leute gerade so, was die Kämpfe angeht. Weil es nur ein Einsatz, aber wir müssen ja trotzdem aufpassen hier. Okay, wir müssen ihn ein bisschen schützen. Deswegen fokussieren wir das Ganze mal. Sehr gut. Guck mal, ob er da überhaupt hintrifft, aber es ist mir gerade relativ. Wir haben unseren neuen Magier gerade noch so verteidigen können. Gott, der mit Reiner, wie kannst du es nur immer schaffen zu sterben? Vielleicht treffen sie ja noch. Und sie haben getroffen. Sehr schön. Melter Stufe 12. Okay, sie können gerade nicht rasten, aber speichern können wir immer.